Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Überreiche ich vollen Stolzes dem diesjährigen Gewinner des Hallenturniers, FC Super Duper Gaming PC, diesen Pokal! Ich nehme den Pokal als erstes mit nach Hause. Kannst du vergessen, Kollege Eierkopf. Ich und meine Freunde trinken daraus nachher Champagner, Alter. Das ist immer blöd, wenn so eine Mannschaft gewinnt, aber nur einer den Pokal kriegt, also für die gesamte Mannschaft. Ich finde, jeder müsste einen kriegen, das wäre viel cooler. Jungs, ich müsste den Pokal jetzt überreichen. Könnt ihr euch vielleicht einigen? Hallo, ich habe als erstes gesagt, ich... Ist mir doch egal, ob du erster gesagt hast, ich nehme ihn mit nach Hause und jetzt rein! Bitte, möchtest du gleich von mir mit einer Scharmutterschelle in ein anderes Universum teleportiert werden? Okay, da wird schon Angst haben. Lass kämpfen. Hallo! Lass kämpfen. Sie sich da nicht jetzt holen sie den Controller raus. 1 gegen 1 COD wie früher. Ich raste gleich aus. Na, heute ist bestimmt 1 gegen 1 im Fortnite. Ja, ruhig, du Pfosten, Alter. Bist ja fast so ein Pfosten. Aber ich muss sagen, das ist immer noch besser, als sich draußen rumzuschlagen. Der Pfosten aus meinem Pfosten-Team. Alter, mach keine Faxen, das ist mein Pokal. Wisst ihr was, leck mich am Arsch. Kein Bock mehr. Wenn deine Freundin auch mal schlagen möchte. Schatz, du siehst so sexy aus beim Trainieren. Kann ich dich einmal schlagen? Du bist doch so ein harter Mann. Ich will auch mal probieren. Du willst boxen? Ah, so richtig toll. So, pum. Halt ohne Handschuhe. Ich halte dich mehr schon aus. Bevor du mir wehtust, brichst du dir eher die Hand, ey. Schatz, gib mir doch bitte einfach die Handschuhe. Okay, so wie du willst. Hier. Danke. Geht doch. Ready? Ich fühl jetzt nicht, als wärst du Mike Tyson. Gib mir einen Box und gut ist. Schatz, ist alles gut. Oh mein Gott! Bei dir? Hallo? Ach Mann, ich wusste es! Notrufzentrale, was können wir für Sie tun? Können Sie bitte vorbeikommen? Ich habe gerade meinen Freund, glaube ich, einen Unterkiefer gebrochen. Wäre sehr schön. Wenn deine Mutter... Da wird bestimmt gleich die Polizei mit antanzen. Oh mein Gott. Das ist auch gut, wenn die Notrufzentrale sagen muss, dass du es warst. Der random in dein Zimmer kommt. Ja, was ist das für eine Mutter, Alter? Der Pisser schläft echt noch, obwohl es schon 5:10 ist. Zugriff! Oh, Zugriff, Junge, ist es Militär? Die ist bestimmt Kommandant, Alter. Ganz ruhig bleiben, Kollege. Es ist schon 4:50. Warum schläfst du noch? Warum liegst du noch im Bett? Warte, was? Warum? Also, es ist doch... Es ist erst 4:30. Du hast in 2,5 Stunden Schule. Mama, heute ist Samstag. Die Schule hat nicht offen. Ich habe, glaube ich, gerade eine Herzinfarkt bekommen. Ach so, stimmt. Sorry, dann hast du ja noch eine Stunde Schlaf. Tschüss. Wie? Dann hat er noch eine Stunde, wenn die Schule eh schon zu ist? Du kannst doch pennen, bist du hier nicht... Wenn man auf Klassenfahrt ist. So, ihr kleinen Furzköpfe, jetzt wo wir auf Klassenfahrt sind, ihr wisst, was das heißt. Handy sehr, aber alle. Ich gebe ihm mein Handy. Oh ja, wie bei uns. Ich muss meine Mami erreichbar sein und abends höre ich immer Teufelskicker zum Einschlafen. Das können sie mir nicht nehmen. Komisch, gestern meinte deine Mutter, dass es vollkommen in Ordnung ist und dass, wenn sie Probleme hat, sich bei uns meldet. Egal, ich rufe sie gleich nochmal an. Mal, ist alles in Ordnung bei dir? Hast du plötzlich irgendwie das Sprechen verlernt oder was? Hallo? Okay, sie haben gewonnen. Nehmen Sie mein Handy. Dankeschön. Und weh, ich finde hier noch ein Handy. Dann gibt's Bambule. Und denkt dran, lasst eure Hände da, wo sie sich gehören. Oh, Mann. Mann, ihr IQ ist echt noch niedriger als das von meiner Nutella-Stulle. Eigentlich habe ich ein iPhone 12 Pro XL in der Beyblade Edition. Habe ich nur in meinem Rucksack versteckt. Jetzt geht's ab an den Strand. Wenn deine Mutter dich von... Ja gut, das hätten wir auch machen können. ...der Schule abholt. Sag mal, knallst du bitte die Autotür nicht so zu? Kennt Mann, man. Ey. Wie war Aber machst du zu leicht zu, heißt es. Kannst du die Autotür bitte mal richtig zumachen? Schule war toll. Wie immer. Ah, schön, wie immer. Was heißt wie immer? Wie immer heißt immer noch das gleiche wie immer. Scheiße. Okay, und wieso genau war die Schule scheiße? Wenn ich dir jetzt erzähle, warum die Schule scheiße war, erzähle ich wieder die Scheiße, damit es mir noch beschissener geht, weil ich die Scheiße wiederhole. Okay, ich hab's verstanden. Ich bin ruhig. Meine Güte. Ey, Dankeschön. Kannst du jetzt losfahren, bitte? Ey, bin ich der neue Picasso auf einmal so ein Umschwung? Oh Mann. Welcher Untermensch klingelt bei mir, verdammte Scheiße? Was wollen Sie, Sie Flachpfeife? Parkette für Sie. Können Sie mir eventuell helfen? Tragen, bitte. Nein, kann ich nicht, weil es nicht mein Job ist. Trag die Scheiße rein, sonst gibt's ein paar auf den Dülz mit dem Pinsel. Okay, Madame. Keine Stress, okay. Oh mein Alter, Gott, jetzt gibt's aber Stress. Wenn ein Mitschüler Essen mitbringt. So, ihr Pissnäcken, ich habe euch allen jeweils eine Packung Puffreis mitgebracht, damit der Unterricht ein bisschen ertragbarer wird. Ich meine, niemand kann ja mit allein. Sag mal, piept's bei dir, oder? Warum gab's bei uns nicht so jemanden in der Schule? Was? Antal, Maxi, Kevin, Fangwaffe, Melissa, Erkan, wenn du nicht schenkst, dann bist du ein kleiner Keck. Oh, Miller, holen Sie auch eine? Doch, jetzt, wo du fragst, ich nehme eine. Fangen Sie. Angelika! Und das war's. Alles, alle. Bruder, was ist mit mir? Ich hab noch keine. Tut mir leid, Bruder, nächstes Mal wieder. Du siehst, die Packung ist leer, Digga. Anscheinend hab ich mich verzählt. Wahrscheinlich, wenn er ins Zimmer kommt. Schon bitte? Oh. Betreten auf eigene Gefahr? Was für eine Gefahr, Alter?
Warte mal eben, Matthias, hier ist ein Erdbeben oder so. Oh, die muss auch einen Wumms hinter der Hand haben, wenn da gleich ein Erdbeben entsteht. Was machst du? Ich zocke mit Matthias aus meiner Klasse. Also nur am Zocken. Leere Dosen überall, Pakete liegen hier rum. Mann, ey, was hier noch? Ey, was ist das für cooler kleiner Ofen dort? Wenn ich sterbe, du erbst meine PS5, denk dran. Bin wieder weg. Oh. Mach mal was Sinnvolles aus deinem Leben, nicht dass ich scheiß gezocke. Was ist gerade geschehen? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. So, ja, das ist, versteht man so manchmal wirklich nicht. Jetzt alle zwei Runden warm laufen. Hoschusch, wer bei drei hier noch steht, macht 10 extra Runden. Herr Rudolf. Was willst denn du, halbes Hemd? Kannst du wieder nicht mitmachen? Hast du wieder Fußnagel eingerissen oder was? Ich kann heute leider nicht mitmachen. Ich kann nicht mitmachen, weil ich Fußnagel eingerissen habe. Ist mein Sprunggelenk doppelt gebrochen und 4 Bänder angerissen. Alter, ich scheiß auf deine kleinen lächerlichen Verletzungen. Damals im Krieg wurde meinem Opa das Bein weggesprengt. Danach hat er noch 2500 Kilo Beinpresse gemacht. Jetzt gib mir deine Krücken und lauf. Wie? Junge, auch solche Sportlehrer kennt man. Bloß du Pfosten. Okay, kein Problem. Solange du keine Sportunfähigkeit mitbringst, musst du mitmachen. Scheißegal, was mit dir ist. Herr Rudolf? Was los, Chantal? Was gibt's? Ich kann heute leider nicht mitmachen, weil Sie wissen schon, ich hab Mädchenprobleme. Kein Problem, Chantal. Setz dich an die Seite. Ich mach dir noch ein Wärmekissen und willst du vielleicht noch ein Teechen haben? Ein Tee. Voll mies. Tee wäre fabelhaft. Ein Dirty wäre ganz cool. Voll mies. Wie war das mit Thema Gleichberechtigung für alle? Moin, Sohnemann, setz dich doch gern dazu. Was machst du da? Ja, frisst immer noch, ich trinke Kaffee und genieß mein Frühstück, Alter. Was machst du, ist die bessere Frage. Ich guck nur was. Ich hab nur was geguckt. Achso, du guckst was. Was guckst du Schönes? So total viel Zuckerwasser drin ist, kann man ja gar nicht trinken, so. Hast du vollkommen recht. Und weil da so viel Zucker drin ist, kannst du den auch gleich wieder dahin stellen. Ich soll wieder... Ganz kurz mal pissen, machen wir da Zeit über den Ball aus dem Beinetz. Junge, wie kriege ich diesen Ball hier raus, Alter? Aus welchem Loch kommt dieser Knechtball ja, das denn kennt raus? Mann, Digga, mach mich nicht aggressiv, Digga, aus welchem Loch kommt du raus? Ich hätte die Netze am liebsten immer zerschnitten. Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich das vielleicht machen? Du siehst ein bisschen überfordert aus. Gut, Bruder, ich hab's gleich. Es ist gleich soweit. Ich hatte ihn schon fast draußen. Wo gehst du raus? Ich hab dich gekommen zum ultimativen Fußballtest. Ich zeig dir Bilder von Fußballern und du musst mir sagen, wer das ist. Ah, cool, das wird witzig. Ich bin ja selber Profifußballer bei FC Suburban Gaming PC. Okay, Danny, fangen wir an mit dem ersten Fußballer. Wer ist das hier? Das ist Ronaldo, mit dem habe ich vorhin noch eine Runde Warzone gespielt. Gut, Danny, ich glaube nicht, dass du vorhin mit Ronaldo Warzone gespielt hast, okay. Aber egal, wer ist das? Das ist mein polnischer Freund Lewandowski, der macht immer so viele Tore, mit dem war ich vorhin auf dem Polenmarkt. Na klar, warst du mit Lewandowski auf dem Polenmarkt, mit wem sonst? Ich glaube, er zählt die Wahrheit. Das ist Erling Haaland, mit dem habe ich vorhin noch in einen Track aufgenommen für TikTok. Also so langsam kann ich nachvollziehen, wieso deine Mutter denkt, dass du irre bist. Egal, wir machen weiter. Danny, wer ist das? Das ist dieser Schwalbenkönig, der noch mehr heult als Chantal aus meiner Klasse. Bruder, nimm nächste Mal Taschentücher mit. Denk bitte dran, die Karre... Oh, Mann. Das Neue hier wird nicht gegelt. Oh, Mann. Hast du ein Taschentuch? Die sind doch fertig. Alles gut, warum guckst du so? Was hab ich denn vorhin gesagt? Hab ich vorhin nicht was gesagt? Ja, weißt du, meintest nicht essen im Auto, aber ich hatte Lust. Ach so, du hast... Beste Ausrede ever, ich hatte Lust. Ja, ja, ist aber ehrlich. Lust. Hattest du nicht mal gesagt, ich soll dir keine reinhauen? Jetzt hab ich darauf irgendwie Lust. Oh, oh. Das wird witzig. Wie, hast du heute Lust, mit mir ein paar Kakis auf Tinder klar zu machen? Jimmy, du hast deine Maske schon wieder falsch rum auf. Ach so, deswegen sehe ich so schlecht. Ich dachte schon, die Kontaktlinsen kicken nicht mehr richtig rein. Ich glaube, du bist echt der einzige Mensch mit noch weniger IQ als ich. Was ist jetzt? Wollen wir ein paar schöne Bräute anschreiben oder was? Bin dabei, aber du fängst an. Hallo, mein Name ist Jimmy und ich gehe in die 4. Klasse. Und wozu die Maske, wenn es kein Videochat ist? Die Salami ist besonders kurz. Jimmy, nein, so mal... Ja, bester Anmachspruch ever. Macht man das nicht? Hä, wieso? Also ich fand meinen Text bis jetzt schon hervorragend. Mein Name ist Carlos. Ich bin 2,8 Meter groß. Ich fahre einen Lambo und ich habe Millionen auf dem Konto. Und braun gebrannt. Sehr unglaubwürdig, aber kann man mal machen. Lust auf ein Date. Danny, das war aber alles gelogen. Das ist doch scheißegal, Bruder. Also ich habe ein Date. Wie sieht's bei dir aus? Alter, ich auch. Danny, du bist eine Maschine. Mein Junge, wer... Oh mein Gott, nein! Das kannst du gehen erzählen! Du links abbiegst, Alter, der blinkt links, du Pfosten! Mami, könnten wir eventuell zu McDonald's fahren? Nein, Danny, du siehst schon aus wie ein Quadratkopf. Lass mich in Ruhe fahren, Alter, du brauchst kein Fastfood.
Und wie sieht es aus mit Burger King 250 Meter ist das Drive-In? Provozier mich nicht, Danny. Du weißt, wozu ich in der Lage bin. Lass es gut sein. Oh, oh. Ah, nee, aber ich hab Hunger. Danny, geh mir nicht auf den Zeiger. Du kannst gerne die abgelaufene Käsestulle aus dem Handschuhfach essen, aber geh mir nicht lecker auf den Zeiger, verdammt. Fein Käse. Abgelaufen. Mami, könnte ich da hinten bei KFC kurz auf Toilette gehen? Danny, jetzt geh mir nicht auf den Sattel. Ich weiß, dass du zu KFC reingehen willst und dir Menü holen willst. Nein. Alleine für den Versuch solltest du Hausarrest bekommen. Probierst du dich hier echt zu veräppeln, Mann. Meine Güte, Danny. Ach, der Arme. Gib dem doch was zum Fressen. Oh ja, so bin ich auch immer. Also, eine Parkette. Obwohl es eigentlich nur noch einen Tag dauert, bis sie geliefert ist. Hier, nehmen Sie. Verpiss dich. Tschüss. Nett, Alter. Das kenne ich aber auch. Heute ist es soweit und endlich habe ich meine Forschungsergebnisse. Ja! Danny, was machst du denn da, Alter? Will deine Banane zum Ausschlüpfen bringen oder was ist hier verkehrt? Ich untersuche diese Banane. Wir haben in der Schule die Aufgabe bekommen, rauszufinden, wieso die Banane krumm ist. Und das mache ich gerade. Danny, es gibt das Internet. Warum googelst du nicht einfach? Warum sollte ich googeln, wenn ich gerade meine Ausbildung zum Bananenforschungsexperten abgeschlossen habe? Bananenforschungsexperte? Was ist hier kaputt, Mann? Ach, du hast einfach meine Ausbildung abgeschlossen. Die ist total anstrengend, Alter. Ah, ich weiß, dass sie total anstrengend ist, aber ich bin damit heute fertig geworden. Ach, und wann hast du deine Ausbildung angefangen? Naja, also auch heute, ja. Auch heute? Warte mal, wie lange hat deine Ausbildung gedauert? Na, rechne doch. 20 Minuten. Weißt du was? Ich bin raus. Das ist mir ja alles zu viel. Ja, mein Danny, tschüss. Ist also, jetzt lass mich in Ruhe weiter. Beste Ausbildung. Mann, ey, warum bist du krumm? Danny, was machst du da? Seit wann bastelst du, Alter? Ich male gerade ein Herzchen für meine neue Freundin Kevin. Guck mal, wie schön. Kevin, deine neue Freundin. Meine neue Freundin Kevin? Stimmt so nicht. Also Kevin kann auch weiblich sein. Das kannst du mir glauben. Auf jeden Fall. Jetzt hätte ich aber definitiv ein bisschen Angst. Liebe Kevin kennengelernt? Na, bestimmt. Ich lerne die Kevin ja erst morgen kennen. Im Internet stand Kevin, weiblich, 23, möchte dich sehen. Ich hätte Angst. Eigentlich viel Spaß mit Kevin. Na gut, wobei, wenn man jetzt mal andersrum denkt, dann denkt diese Kevin wahrscheinlich, dass er auch ein bisschen anders ist. Es wird ein wunderschöner Tag. Ich mal noch ein paar schöne Herzchen. Oh, der wird einen Schock des Lebens kriegen. Man wird es nie schaffen, das Scheißgeschirr in den Geschirrspüler zu räumen. Danny! Was ist? Herkommen, aber sofort, mein Lieber! Was ist? Ist es wirklich so schwer, den Geschirrspüler aufzumachen und den Teller in den Geschirrspüler zu rollen? Nein, ist es nicht, aber irgendwie... Ja, irgendwie doch, also... Kein Bock. Hör zu, passiert es nochmal, dann pfeffert's, aber richtig! Haben wir's verstanden, du Pissnäcke? Okay, ich hab's verstanden. Gut, jetzt macht deine Mama einen Mit dieser Mutter würde ich mich nicht anlegen wollen, jetzt soll er noch einen Kaffee für die machen. Kaffee, Alter, ich raste aus hier. Junge, was geht hier ab, Alter? Der hat ein schweres Leben. Das war übelst geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. Dich sind verabschiede mich und bin damit raus.